von 190 Franken auf 230. So viel kostet eine Saisonkarte neu in der Biokurve. Der FC Winterthur muss seine Ticketpreise erhöhen. Dass der Rückzug von Hannes W. Keller diese Massnahme erfordert, sehen auch die Fans ein. Da muss man an verschiedensten Ecken und Enden schauen, wo man Kosten einsparen kann, wo man Mehreinnahmen generieren kann, damit es gut weitergeht mit dem FC Winterthur. Und von daher kommt es die Erhöhung der Saisonkarte nicht überraschend. Die Fans sind trotzdem positiv. Sie haben die Preiserhöhung schon beim Neubau der Tribüne erwartet. Und das Wichtigste sei, dass die Kinder weiterhin gratis in die Sirupkurve können. Die jetzige Situation bietet aber auch Chancen. Das strukturelle Defizit, das man jetzt hat, das müsste sich ausgleichen werden mit Unternehmern, wo ich jetzt persönlich das Gefühl habe, die wirtschaftliche Situation statt Winterthur mit so ein KMUs und so, da müsste schon erst noch ein Luft nach oben. Das war bis dahin natürlich schwierig gewesen, neben dem oder mit dem Hannes W. Keller. Und jetzt, wo da Platz ist, das erstaunt mich eigentlich, wie wenig Resonanz das da bis dahin gefunden hat. Der FC Winterthur wird in den nächsten Wochen weiter informieren. Für Dominik Sigmund und Nicolas Galladay ist aber jetzt schon klar, sie werden auch in Zukunft an dem Spiel sein. Meistens bin ich eigentlich mit meinem bekannten Kreis und Umfeld, so ein bisschen mit denen, wo man schon immer ist, in Höhen und auch in finanziellen Tiefen am FCW quasi die Stange gehalten hat, tue ich da gerne von der Stehplatz her den Match verfolgen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wertvoll. Und ich finde, es wird wirklich einiges geboten. Und wir sind eben im Vergleich mit den anderen immer noch sehr moderat. Moderat heisst in dem Fall günstiger. Zu viel kostet eine vergleichbare Saisonkarte 290 Franken, zu Schaffhausen sogar 320.